Was geht, Leute? Willkommen zu diesem Video. Heute wieder bleibt für sich Rätsel und Thema hier ist jetzt mal Achterbahn. Ihr seht, wir haben jetzt hier eine Achterbahn, die jetzt durch ein Looping fährt und bremsen hier die Geschwindigkeit von 90 km/h. Und die Frage für uns ist jetzt, wie groß darf jetzt der Radius des Loopings maximal sein, damit jetzt die Bahn nicht runterfällt? Und da können wir da erstmal versuchen, das selbst zu lösen. Ich werde es jetzt hier dann gemeinsam lösen. Jetzt müssen wir uns erstmal überlegen, welche Kräfte wirken eigentlich hier beim Looping. Also wenn ich es mal hier anzeichne, wir haben jetzt hier den Looping, die Bahn fährt jetzt hier durch und dann ist ja hier die kritische Stelle genau hier oben beim Looping. Das heißt, hier genau da soll eben die Bahn nicht runterfallen. Und Frage, welche Kräfte wirken jetzt? Einmal ist logisch, wirkt natürlich durch das Gewicht des Zuges eine Gewichtskraft Fg nach unten. Und dann, damit jetzt eben der Zug nicht runterfällt, gibt es natürlich entgegengesetzt noch eine andere Kraft. Und welche Kraft ist das jetzt? Wir haben eine Kreisbewegung, deswegen ist das jetzt genau hier Thema Zentripetalkraft, Zentrifugalkraft. Hier dann speziell die Zentrifugalkraft nach außen, Fz. Und die muss jetzt eben mindestens genauso groß sein wie die Gewichtskraft, damit eben der Zug nicht runterfällt. Das heißt, um jetzt eben hier den maximalen Radius hier zu ermitteln, müssen wir eben Kräftegleichgewicht aufstellen. Also hier Kräftegleichgewicht Fg gleich Fz. Und dann Fg ist ja mag, ganz einfach. Jetzt Fz-Formel ist ja m mal v Quadrat mal r, Standardformel. Und dann ist eben hier der Radius gesucht, als dann ganz einfach Formel nach r umstellen. Und dann, ja, wir sehen es hier, mal r auf die Seite durch mag. Und wir sehen schon mal, m können wir schon direkt kürzen. Das ist auch so ein Trick. Das Ganze ist jetzt nicht davon abhängig, wie schwer der Zug ist. Auch typisch bei solchen Aufgaben, massenunabhängig, Massen kürzen sich raus, also nur mal r durch g erhalten wir. R ist gleich v Quadrat durch g. Das wäre die Lösung und v eben 90 km/h. Jetzt müssen wir noch erstmal, kleiner Trick noch, km/h in Meter pro Sekunde umwandeln, also dann durch 3,6 teilen. 90 durch 3,6 wäre dann eben 25 Meter pro Sekunde hoch 2 und dann durch g 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat. Und das ergibt dann jetzt insgesamt einen Wert von 63,71 Meter. Heißt, 63,71 Meter muss der Looping maximal an Radius haben, damit er zu nicht runterfällt. Jetzt kurz Frage noch an euch, darf der Radius auch kleiner sein? Und hier ist die Antwort, klar, kleiner darf der Radius immer sein, denn wir sehen, hier kleinerer Radius führt zu einer höheren Zentrifugalkraft. Und klar, wenn die Zentrifugalkraft jetzt noch größer ist, dann ist ja eigentlich nur umso besser, umso sicherer. Nur halt größer darf der Radius nicht sein, weil größere Radius führt dazu, dass halt dann hier Fz kleiner wird und dann halt der Zug runterfällt. Das hier eine Aufgabe dazu. Jetzt hier Playlist mit weiteren Physikrätseln und Quelle hier von Pettys Physikseite. Link findet ihr in der Beschreibung und ich verlinke noch hier meinen Chemiekanal. Und ja, das war's dazu und dann bis zum nächsten Video.